Damit ein herzliches Willkommen im Strömchen. Ja, bei mir dauert es gerade noch 2 Sekunden, weil 5M sich ja gerade aktualisiert, was natürlich gerade ein bisschen blöd ist. Das ist gerade bei 24%. Ich habe das nicht gewusst, dass es noch Updates zieht. Ja, ich würde sagen, wir springen aber trotzdem mal ganz kurz hier in den in die Rederunde. Der Chatten dürfte nämlich jetzt auch wieder funktionieren. Ich habe gesehen gehabt, es war ein kleiner Eingabefehler meinerseits. Ja, wenn man die Farbe nicht einstellt, dann bleibt das System natürlich schwarz. Ihr seht jetzt, seht ihr natürlich auch nichts, abgesehen vom unteren Rand hier. Ne? Da seht ihr jetzt erstmal im unteren Bildschirm, seht ihr natürlich die Kamera, die steht. Hallo. So, genau. Also, es dauert jetzt einen kleinen Moment. Ihr seht ja, ich weiß gar nicht, kann ich das nicht umstellen, dass man die Bildschirmaufnahme, Fensteraufnahme? Ich gucke mal. Ne, da macht er die. Ich verstehe nicht, warum damit das falsche Fenster nimmt. Das verstehe ich immer nicht. Müsste eigentlich anzeigen, zeigt er nicht. Seht ihr bloß einen weißen Fleck, ne? Mehr seht ihr da nicht. Ich dachte eigentlich, hätte noch mal Firefox. Habe ich noch das eine Firefox offen? Ja, eigentlich habe ich noch das große Firefox offen, würde ich gerade sagen. Ich wundere es gerade ein bisschen. By the way, kann ich das auch anders einstellen eigentlich? Wo ist denn eigentlich? Habe ich die unten noch drin, die Bildschirmaufnahme? Ach, die ist unten noch drin. Ne? Nee, da ist sie nicht. Na gut, dann machen wir es halt mal live. Dann Bildschirmaufnahme. Hä? Werfen. So, dann seht ihr es ja gerade. Das ist gerade hier noch am Aktualisieren. Guten Tag. Ich bin hier gerade noch ein bisschen. Wir haben gerade noch ein kleines Problem. Schön. Wo ist denn das? Das ist die Aufnahme. Ich will die mal ganz kurz hier um das Layout ziehen. Genau. Shit. So, Alter. Dahin. Weil, wie gesagt, 5M tut hier gerade irgendwie Updates ziehen. Ich weiß nicht warum. Muss zwar auch mal sein, aber trotzdem ist es gerade nervig. Dass man mir das auch glaubt, ne? Deswegen habe ich das mal so gemacht. Aber ich sehe, der Chat funktioniert das auch wirklich. Super. Also, sobald ich da bin, ne? Also, sobald es da ist, dann funktioniert das. So, ich kann ja eigentlich mal eins machen. Ich kann ja hier noch. Kann man ein bisschen Musik nicht mehr laufen lassen. Das ist ja GEMA-freie Musik, dann kann ich die ein bisschen laufen lassen. Das sollte eigentlich nur so laut sein. Ja, sobald es langsamer funktioniert. Das ist richtig. Obwohl ich auch schon GEMA-Musik mit drin habe. Dadurch, ich glaube, vorgestern am 6. Kriegt man es mit. Da bin ich irgendwo am. Da war ich unterwegs, habe Klamotten gekauft.
für meinen Char. Und da hat auf einmal die GEMA-Musik eingeschlagen, ne? Die im Dixlauf. Den Kleben, den habe ich rausgenommen jetzt. Aber bin mal gespannt. Also jetzt, das warten wir hier, dass das wieder fertig ist. Ich könnte das eigentlich mal ziehen, weil das eigentlich die eigentlich gar nicht zu sehen sein darf. So, da. Weil sobald nämlich das Game genau losgeht, soll die ja dann wieder da sein. Warte und warte und warte. Es sind auch nur drei Leute auf dem Server, wie ich das gerade sehe. Hab gedacht, gehst du heute um 18 Uhr, startest den Stream heute um 18 Uhr. Ja, dann hast du wenigstens ein bisschen Ruhe, oder beziehungsweise hast du wenigstens ein paar Leute mit drauf. Nö. Ich frage mich, ob meine Verbindung wird. Ich sehe unten, dass bloß die Kilobit-Anzeige komplett rot rausknallt. Aber wenn ich bei Twitch gucke, steht bei Twitch da hervorragende. Ja. Kann man auch machen, aber wie gesagt, ne, wenn man das nicht kann oder wenn man es nicht hat, die Möglichkeit, dann ist es halt ein bisschen blöd. Deswegen gucke ich da immer schon. Es gibt da übrigens eine Seite von YouTuber oder von einigen, die das gemacht haben, die sich dann hingesetzt haben, da gehen wir freie Musik machen. Die kann man auch rechtlich nutzen. Also die kann man nutzen für die Streams, für YouTube, für alles Mögliche. So, ist natürlich die Musik wieder vorbei, ne? Ich habe gehofft, es reicht, wenn ich das ein Liedchen abspiele, dass es dann fertig ist. Aber nein, natürlich nicht. Ich mache uns das noch ein. Cool, das ist eigentlich das, was ich aber zum Abschluss nehme, ne? Das ist eigentlich mein Endscreen. Upsi. Ich finde, zum Ausgang ist das immer ganz gut. Das klingt immer ganz gut, das Ausgang, ne? Keine Ahnung, warum das da so leise ist. Es kann natürlich sein, dass die Musik jetzt im Endeffekt zu laut ist. Das kann sein. Weil normalerweise hört man mich ganz normal. Oder du hast dein Stream zu leise, das kann natürlich auch sein. Oh, kann das bitte mal fertig sein? Ich will ins Spiel. Wie lange sitzen wir jetzt hier schon? 11 Minuten. Ein Hoch auf die Holzleitung. Ach nee, Bambusleitung habe ich ja gesagt. Ich habe hier eine Bambusleitung. Aber ich werde, glaube ich, mal die Tage mal mit der Telekom telefonieren. Die sollen mal hier unten Glasfaser hinlegen.
wenn wir das geplant haben. Wenn wir da Druck machen. Die wollen ja schließlich Kunden gewinnen, also sollen sie sich mal darum bemühen, dass sie da mal Glasfaser hinlegen. Mein Weihnachtsziel waren 50 Follower. Tatsächlich. Also ich habe das extra nicht so hoch gesteckt, weil ich hatte ja Anfang, ich hatte glaube ich Anfang des Jahres noch irgendwas um die 20, bin jetzt schon hoch bei 45. Und jetzt Anfang Dezember habe ich gesagt gehabt, da war ich ja noch, glaube ich, bei 30. Nee, knapp bei 40, glaube ich, ja, so bei 30, 39 sind da drin, habe ich gesagt, 50 wären Weihnachten cool. Und gestern sind ja 5 Leute noch dazugekommen. 6 Leute. Habe ich gesagt, Sarah, ja. Danke für den Follow. Okay, jetzt will ich noch drei. Ja, 5M startet. Ich werde mal meinen Bildschirm wieder ausschalten. Das heißt, hier sieht man ganz, ganz Schwarzbild. Ja, ist der 46. Oh Gott. Ich springe hier mal ganz kurz in den Vollbildmodus, weil sonst haben wir hier eine Mahlzeit zusammen. Aber wie gesagt, es wäre mega, wenn das klappen würde. Ne? Jetzt sehe ich nur noch 3 Leute. Na gut, wenn ich jetzt rein springe, dann haben wir 4. Warum dauert denn das immer so lange? Ich brauche jetzt oben drauf drücken. Gott. Im Übrigen dürfte jetzt auch funktionieren. Ich habe ja gestern mitgekriegt, ging ja das mit den Clip-Links-Teilen nicht. Also wenn ihr einen Clip erstellt habt, ging das ja nicht mit den Teilen. Das sollte jetzt funktionieren. Ich habe den Bot deaktiviert. Also der Bot meckert jetzt nicht mehr rum. Was ist denn schon wieder los? Oh, das ist so. What the fuck? Starte mal kurz neu. Was ist denn hier los? Ich finde, das sieht ein bisschen besser aus, ne, als wie der schwarze Bildschirm. Warum will der gerade nicht? Warum ist der Server gerade nicht da? Wer ärgert mich da? Sind 4 Leute auf dem Server. Perfekt. Ja, Multistream wird jetzt nicht ganz, ganz viel nutzen. Achso, ich muss da, glaube ich, Parados noch hinzufügen. Das habe ich vergessen. Das hat Parados noch mit. Also Parados ist zwar da im Link mit drin, aber oben in der Beschreibung nicht. Böser Bot. Ich hoff's, ich hoff's. Ich möchte so gerne die 50 haben. Warum geht denn das heute nicht? Was ist denn heute los? Hallo, ich möchte spielen. Der Server down? Weiß einer von euch, ob der Server down ist, weil ich habe gerade Discord nicht offen. Ich schaue mal kurz in Discord. Discord? Was ist denn hier? Dip. Da nochmal ganz kurz hin. Nö. Bugreport? Nö, steht nichts. Weil ich habe das, das bin mir so eingestellt. Verstehen. Warte mal. Ich kann jetzt hier unten wieder drauf gehen, dann zeigt mir wieder alle an. Ja, sag ich doch. Ach, jetzt verbinden. Alles genommen, danke für dein Raid. Und ihr seht, auch das funktioniert wieder. Supi. Eigentlich sollten andere Partner sein, aber ich habe die mal drin gelassen, die sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt macht das ja doch. Irgendwie ist ja heute der Wurm drin. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist der Wurm drin. Der Wurm. Ja. Eieieiei. Wenn sie auf dein Profil gehen, ja. Wie gesagt, die 50 wäre natürlich mega, wenn es klappen würde, ne, bis zum 24. So, mal gucken, ob ich am nächsten Wochenende strömern kann.
Ich muss mein Auto in die Werkstatt bringen, beziehungsweise zum Kumpel, wir müssen das Auto reparieren. Oh Gott. Du bist doch verrückt. Ey, sowas kann ich da gar nicht wieder gut machen, Mensch. Jetzt fehlt nur noch TikTok. Das ist mit TikTok. Das jetzt schreibst du ja, ich habe auch TikTok-Werbung gemacht. Halleluja. Aber gut, da brauchst du eigentlich bis das TikTok-Profil mit von mir. Das ist wohl wahr. Deswegen mache ich das ja auch gerne. Und ich tue auch gerne den Leuten so ein bisschen unter die Arme greifen. Ach, jetzt sind ja doch ein paar Leute drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Mit mir wären es dann so, wenn er mich rauflässt. Ist eigentlich einer vom Support heute da? Ich müsste nochmal im Support. Ja, ich habe mich nicht abgemeldet vom Polizeidienst, aber ich hoffe, ich habe meine privaten Klamotten. Oh, jetzt hat er gestimmt die Maske auf, richtig? Huch. Das bin ich nicht. Das prangere ich an. Das bin ich. Ja, die Maske wieder auf. Ich soll also die Maske nicht aufhaben. Ist die Maske ab. So. Oh, so möchte ich gerne immer rumlaufen, ne? So in den Klamotten immer. So. Das mal ganz kurz hier. Ich wollte gerade sagen, das ist. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich meine Waffen nicht abgebe, hat ganz einfach damit was zu tun. Dass ich ja, gestern und vorgestern Waffen kaufen musste, einen Taser und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn ich die reinpacke, sind die weg. Ich weiß nicht, was wir mit den Tasern hier machen. Halt, ich wollte mit dem Kleinen gehen. Eins mit komplett an allen vorbei. Ach, setzt die Maske gleich wieder auf. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Setzt gleich wieder die Maske auf. Arbeitsbekleidung. Bulletproof. Ach, nee. So. Die 31 meldet sich zum Dienst und benötigt Einteilung. Ich vergaß, ich hab's letzte Mal leiser. Streife ein mit der 31. 77. So verstanden. So die Frage, wo die 77 ist, ne? Was macht denn eigentlich der? Die hat sich verkratzt. Mahlzeit. Irgendwie läuft das hier alles gerade nicht so ganz flüssig, ne? Ja, das wäre nicht schlecht. Aber denkt dran, bitte nicht metern. Das macht man nämlich nicht. So, ich habe da mal nichts weiter offen, ne? Ich muss mal noch. Ich habe mein Auto hier noch eingeparkt. Oh, nicht, dass es noch Ärger gibt. Ich werde mal meinen Streitwagen rausholen. Ach, oben die Crash. Klack. Steck ein. Alter. Es ballert immer noch so. Das ist Wahnsinn. Noch mal gucken wegen Dings. Der ist schon wieder fast leer. Aber was ist denn immer der Karre los? Oh, ich muss bald wahrscheinlich mal zum Öl wechseln. Weil es komisch ist, mir wird es nicht mehr angezeigt, wenn das Öl problematisch ist. Ja, es ist halt immer das Problem. Man sieht es halt nicht. Also ich sehe es ja nicht, ob jemand mir da drin. Ich habe ja damit kein Problem, wenn es jetzt irgendwie so ist, dass jetzt einer sagt, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt in die Situation mit reingehen. Und möchte aber dementsprechend. Kann, das habe ich doch. Ich mal Auto tanken. Ja, tank wieder die Luft, genau. Oh Gott.
Weißt du, es ist Leute, die machen das gerne. Ich habe damit kein Problem. Also solange wie das nicht unbedingt im Spielverhalten eingreift, habe ich damit auch kein Problem. Das Problem ist dann bloß, wenn es dann Leute gibt, die dann das ausnutzen. Ja. Wie Einsatztaktikbesprechung oder sowas. Gibt es ja auch, dass das Leute machen. Richtung Senti wieder hochfahren. Wie gesagt, es gibt ja dann da genug Leute, die dann sowas aussetzen und sagen sich, ey, gucke, da kommt jetzt gleich schnell, wir räumen alles zusammen. Hab das bei anderen Streams öfters gesehen, dass das öfters gemacht wird. Gut, wenn es die Situation nicht vermeiden lässt, ich habe jetzt zum Beispiel auch von Don, also einer auch den Stream geguckt. Das war durch Zufall, hat er einen Verkehrsunfall gehabt. Das habe ich aber im Stream nicht gesehen, weil ich mir mit selber OBS offen hatte. Und wir sind dann zufälligerweise dahin gefahren. Ja, okay. Ja. Ich wusste zwar, dass er einen Verkehrsunfall hatte, aber ich habe dann halt meinen Char nicht darüber, wie ich das ausgenutzt. Ja, das ist. Das war sogar in der Nähe vom BT gewesen. Deswegen. Irgendwie sind heute alle so leiser. Lux. Ja, deswegen, es ist halt, ne, es gibt auch viele, die machen das. Was ich überhaupt nicht verstehe. Ich fahre schon wieder viel zu schnell für diese Jahreszeit. Aber ist egal. Sieht ja keiner. Irgendwie ist das. Sag mal, ruckelt das zufälligerweise im Stream? Weil du guckst ja gerade zu. Wenn es ruckelt, mir einfach mal Bescheid geben. Ich weiß, es kriselt ein bisschen beim Fahren, das weiß ich. Da muss ich nochmal nachgucken, was das ist. Das ist gestern. Ich habe gestern erstmal die Aufnahme gestartet, mal die Aufnahme laufen lassen. Das ist mir auch in der Aufnahme aufgefallen. Der Verlauf war dann schnell. Ich habe mein Dixie eingeschaltet, ich Trollo. Mal ganz kurz, es geht ratzfatz. Lap. Trocket. Einschalten. Das soll damit immer machen, ne? Warum halten wir drin? Ich habe vergessen, was einzustellen. Ach so, okay. Ja. So. Falls man einer zu schnell fährt, weiß er, dann kann man gleich messen. Werden wir mal ganz kurz hinter gucken. Bis vor dir hin. Wir dürfen ja 120 fahren, also fahren wir auch 120. Nee, das Kriselige liegt einfach daran, dass bei mir irgendwas mit der Grafik nicht hinhaut. Ich weiß nicht, was da los ist. Das habe ich jetzt schon seit einigen Wochen. Also du kannst auch mal gerne in die alten Streams reingucken. Du hast es auch sehen, dass das so ein bisschen kriselt. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Das ist da wirklich am Dienst an Einstellungen. Also ich muss mal gucken. Weil ich habe echt lange gebraucht, die Einstellung so hinzukriegen, dass es spielbar ist, dass es nicht ruckelt, dass mir keine Frames verloren geht. Weil ich habe es auch schon gehabt, dass mir das Rap gebrochen ist. Ui! Kurz auf den Chat geguckt. Ich fühle auch gerade, ich habe den Chat wieder auf dem rechten Monitor nicht offen. Ich habe den nämlich auf dem linken offen. Dann sitzt da ja wieder der Gräbe. Gehen wir mal rüber, dann gehen wir den mal vertreiben. Ey, mach dich weg. Ja, ist auch immer lästig. Anscheinend vergessen, ne? Froh, dass ich den jetzt habe, ne? Aber ich will mit keinem erstmal quatschen. Ich habe zwar jetzt erst den gekriegt, aber dass ich dann vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk, wollte ich mal fragen, ob das möglich ist. Ich kann einen Charger haben. Aber das Problem ist, den muss er ja ausparken und den geben.
Aber so lieb und nett, dass du das machst. Jetzt guck ich schon wieder ein oder andere und sag, du bist zu schnell. Ja. Mal gucken, was heute noch so ein bisschen geht. Paulette ist ja schon drauf. Aber ich sehe, die 06 ist auch im Dienst, das ist perfekt. Ich muss mit der 06 nochmal sprechen. Geht wirklich da hinfahren, kann ich Trollo. Ja, dann sehen wir uns ja gleich in Los Santos. Genau, dann werden wir mal gucken, was noch so geht. Müssen wir mal schauen. Manchmal ist es halt, wie gestern, ne, da war die ganze Zeit so, war es ein bisschen öde, war nichts los und Dings. Ja. Aber der mit der BT-Logistik, vielleicht rausziehen soll. Weil hier hinten würden wir auch gerne mal. Ja. Ach ja, ich suche auch immer gerne diese kleinen Gegenden ab, weil da kann überall mal was sein. Ne? Ich weiß, es ist echt. Aber es ist nun mal ein Polizeieinsatz. Ne? Polizeidienst ist nun mal auch nicht unbedingt immer actionreich, sondern auch wirklich mal ruhig, entspannend. Das würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt gerade irgendwo in der Nähe bin, so gerade einen Dings überfallen. Hatten wir ja schon mal, bin an dem an der Tankstelle von vorbeigefahren. War gerade Richtung BT unterwegs, damit kam der Einsatz rein. Das heißt, ein paar Sekunden später lang gefahren hätte ich die ja frische Tanne gehabt. Ist ja auch, ne? Also geht's beifahren. Also gucken, ob hier irgendwo einer ist. Weil das mache ich mir auch gerne. Wie gesagt, das Kriselige, das liegt jetzt wirklich bloß am an der Einstellung. Also selbst die Einstellungen, die ich jetzt habe, sind schon etwas zu hoch. Gut, es wird ja eh runtergerendert auf 720p. Auch noch mal gucken in der Kartografie. Dass ich das mal noch mache. Ich würde sagen, dass hier die Bank noch nicht ausgeraubt wurde. Das ist die große Bank, hier gucken, wie wir da sind, ne? Das essen sich gerade. Das ist irgendwie komisch. Den stelle ich in die Garage. Voll getankt, nehme ihn raus, also ist er noch viertel zu voll. Da fährt man mit dem Dienstwagen. Mein Kollege ist auch die ganze Zeit ruhig, der sitzt nur da und macht nichts. Ne? Ist ja langweilig. Könnte sich immer unterhalten. Ah, da kommt schon einer. Nein, wie gesagt, selbst wenn die Leute dabei sind, hier mir dann, ja okay, solange wie sie das so machen, ich möchte demjenigen, dem Stream nicht über den Weg laufen, weil ich mit dem, in der RP-Situation nicht bei sein möchte oder so, kann ich verstehen. Das gibt's ja auch. Es gibt es aber auch, dass ich auch offstream, also auch mal helfen soll und so ist es nicht. Weil morgen Abend zum Beispiel werde ich nicht streamen. Definitiv nicht. Und Freitag auch nicht. Aber ich Samstag streamen kann, mich gucken. Da ich ja nun morgen wieder auf Arbeit bin. Und um die Zeit wie jetzt bin ich eigentlich auf Arbeit. Dank der Corona-Impfung bzw. Booster-Impfung darf ich ja ab und wieder arbeiten. Aber dass es mich 5 Tage lang ausschallert, hätte ich nicht gedacht. Gut. Dann ist es halt so.
Aber ja, den Kollegen mal hier vertreiben. Tag, Kollege. Was machst denn du hier? Könnt ihr mir nochmal nicht vertreiben hier? Hau ab hier. Hopp. Jetzt hab ich den Bug wieder. Ja, ich hab den Bug. Juhu. Ich kann nicht mehr in den Auto reinschicken. Ist der bei dir verschwunden? Nee. Okay. Gut, ich habe ihn zumindest verjagt, weil das ein Dealer ist, deswegen. Ja. Jetzt habe ich diesen verdammten Bug wieder, ne? Das ist so. Oh. Jetzt soll ich wieder die Aufnahme starten, dass das auch mal die Jungs und Mädels sehen. Im Support-Team. Lustig, dass ich den Rekrut immer auf die Nase gebunden kriege, ne? Das ist lustig. So. Das wird hier runterfest, kannst du oben nicht gucken. Das ist umgekehrt. Ich fahre gerne mal hier unten lang. Weil die gerne unten hier rüberfallen. Der wird anscheinend schon wieder überfallen. Sonst würde er nicht so aussehen. Weil zu lange auf dem Sofa bin ich ja noch nicht. Das ist eine blöde Ecke. Kannst du wieder oben nachgucken oder unten nachgucken? Ist auch alles friedlich. Wir den gefallen es auch gerne. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken, dass wir das noch so ein bisschen gedrechselt kriegen. Oh, mal gucken, was heute noch so geht. Das wird mal, also mal ganz ehrlich, wo würdet ihr anbauen, wenn ihr das könntet? Ne? Es gibt ja hier Ecken und Kanten, wo man das machen kann, weil wir Cops da ganz lang fahren. Was ich bis finden würde, wäre hier. Das würde ich echt bis finden. Hm. Ah, hier war nicht aufgepasst, schon da gegen den Stand. Also ich weiß ja von oder von mir noch an. Mamas ist ja auch lange nicht mehr da gewesen. Oder was hier unten drin ist. Zündings oder oben. Da frage ich mich manchmal echt. Das ist echt manchmal ziemlich ruhig. Ben muss auch schon eine ganze Weile drauf sein, wenn ich das so sehe. Welche ID er heute hat. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, das ist ja drin. Von der passt das. Ganz kurz rüberlaufen. Das müsste eigentlich jetzt wieder soweit sein. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass ich wieder eine Stunde zu früh bin. Du betrittst deine Safe Zone. Ding, ding, ding. Stunde, was sag ich doch? Ding, 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 ding. Stunde noch. Das war mir klar. Oh, ich sehe gerade, ich muss was essen. Hab ich noch? Ich habe noch Pommes dabei. Lass mal die halt. Ist egal, dann ist es weg. Die blöden Pommes mal bei mir raus. So. Wieder zum Biggie zurück und ob da irgendwas los ist. Weiter sehen, ob es noch irgendwas gibt, was heute noch passiert. Bleiben wir erstmal hier. Warum das denn? Ja, oder willst du noch irgendwo hinfahren? Ach so, ich hab's halt verstanden. Ich dachte, du hast gesagt, bleib du kurz mal hier. Ach so, nee, ich hab gesagt, wir bleiben mal hier. Ja, okay. Ja, super. Ich glaube, ich bin wirklich gerade am Internet, das ist gerade ein bisschen abkackt bei mir. Ich lass ihn mal vor, dann kann er die Tür aufmachen. Ja, Tobi kann die Tür nicht aufmachen. Ich hasse das, wenn die Tür mal so komisch hängt. Es wird zu windig draußen. Huch, genau auf den falschen Sitz gesetzt. Du sollst dich hier hinsetzen. Ah, ist das ein Trollo? Streife 1 bitte anfahren. Sind vier. Ja, ja. Versuch jetzt mal. Zum Kotzen mit den Autos. Da werden wir doch niemals rechtzeitig hinkommen. Nee, da werden die wahrscheinlich schon weg sein. Ja. Ja, da verfährt sich Tobi auch noch, ne? Gibt's ja doch mal ein bisschen Action. Eieieiei. So. Das Problem ist ja bei mir nicht mal irgendwas auf, ne? Alter, was soll denn das sein? Ist ja irgendwo mitten in der Walachei. Alter. Jetzt will ich gerade auf der Karte nicht gucken, was gerade ist. Das ist blöd. Bei 1,5 Klicks muss ich das Ding erstmal.
Kannst du mal folgendes. Ja. Kannst du mal das Kennzeichen checken? Ja. MKH 208. MKH 208. Jawohl. John Brown. Alles klar. Kannst du das mal bitte an die Leitstelle weitergeben, dass uns gerade das Motorrad entgegenkam? Leitstelle POM. Auf dem Weg kam uns ein Motorrad entgegen. Dieses gehört John Brown. Ziemlich verdächtig. So, verstanden. Wir fahren trotzdem erstmal hinten hin und gucken mal, ob da was los ist. Wird wohl keiner mehr da sein, aber ansonsten wissen wir ja, wenn wir da verfolgen müssen. Na, auch den Kleinen hier drüber fallen. Okay. Eine Tüte habe ich eingesammelt. Na, fahren wir den mal hinterher. Tatort ist leer, eine Tüte war noch. So verstanden, falls das Wort von John Brown wiedersehen, Verkehrskontrolle durchführen. Mensch, und John Brown hat mir gestern schon was verknüpft mit dem Herrn. Mal sehen, was wir noch so rauskriegen, was wir so jetzt rausfinden. Deswegen fahre ich ein bisschen schneller, weil ich will gucken, wie das Motorrad irgendwann reinholen. Wahrscheinlich oben lang fahren. Ich werde es auch unbedingt treffen können. Ich will mal gucken, dass ich da hinkomme zu den Jungs. Ach, es geht immer oben drüber, oben drüber, oben drüber. Aber die geht auch. Blub, blub.
Ja, bleib mal kurz am Auto. Mahlzeit. Sag mal, wie könnt ihr denn fahren? Ja, wieso denn? Du warst auf meiner Fahrbahn und hast du noch in mich reingelenkt. Ach, warst du das also doch? Ja, ich war auf Motorrad gerade. Ja, das haben wir gesehen. Aber mit dem Ladentrop hast du zuerst nichts zu tun, oder? Der da hinten stattgefunden hatte? Naja, der kleine Obsthändler da hinten ist aber gerade überfallen, deswegen. Du kamst genau aus der Richtung. Nee, ich war in Sandy Shores, hab da Nation Box geguckt. Ich hab gedacht, das ist ein anderes Angebot gegeben als hier. Ja. Wo war denn der Laden oder Obststand? Der ist da an so einer kleinen Brücke mehr oder weniger. Links oder rechts von der Karte aus? Ich glaube links von der Karte aus. Dann nehme ich über die Autobahn hoch und halt dann zurück an euch vorbei. Ja, wie gesagt, wir waren uns erschrocken deswegen. Ich habe mich vollbewusst hingelegt wegen. Ich hab so ein dicker SUV mit 200 da versucht in mich reinzulenken, Alter. Ich habe dich zu spät gesehen, deswegen habe ich dich weggelenkt. Entschuldige bitte. Nein, okay, wenn du da nicht da daneben warst, dann glaube ich das erstmal. Ja, nee. Also wenn, dann glaube ich, hätte ich Ben nicht angerufen, um mich zu beschweren. Okay. Ob ihr uns reinfahrt oder nicht. Ah nee, gut, dann. Ach Gottchen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, ebenso. Gut. Ciao, ciao. Schönen Dienstag. Jo, danke. Gut, dann können wir weiterfahren. Das suchen wir nicht. Was war? Das suchen wir nicht. Nee. Warum das denn nicht? Er kam ja bis aus der Ecke. Er kam jetzt ja. Er war noch ziemlich weit weg von dem Ding. Ich glaube ihm das auch, dass er in Sandy Shores war, das glaube ich. Ja, er kam aus der Richtung, da war keiner mehr. Ja, aber Täter können auch in die andere Richtung geflüchtet sein. Ja, aber der ist dann doch trotzdem ein Verdächtiger, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Er saß ja nun draußen auf dem Stuhl, Motorrad nicht draußen, also können wir ihn nicht wirklich untersuchen. Ja, er hat doch zugegeben, dass er dort gefahren ist. Ja, in der Nähe, aber was willst du da machen? Was will er machen, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe das Kennzeichen von dir, hätte er ja nichts sagen können, weißt du? Hätte er auch sagen können, keine Ahnung. Ja. Ja, der hat ja aber zugegeben, dass er das gerade in mir dort gesehen hat. Ja, man hätte ihn kontrollieren können, aber ich mache das nicht. Ja, hätte man zwar machen können, aber wie gesagt, ich glaube, das in der ersten Linie hast du. Wenn man jetzt, wieder antreffen, dann definitiv. Dann können wir natürlich dann noch einmal festnehmen. Ja, muss ja nicht unbedingt festnehmen, sondern auch einfach eine einfache Besuchung halt. Damit man sieht, ob er Schwarzgeld hat. Ja, aber ich glaube nicht, dass er das jetzt bei sich hat, wenn er das irgendwo anders hingepackt, weißt du? Ja, eventuell schon, aber. Ja, er hat jetzt genug Zeit gehabt, deswegen. So, wie viel Schwarzgeld habe ich jetzt dabei? Hat sich gelohnt. Habe ich das Auto zugeschlagen? Weiß ich es gerade gar nicht. Ich komme oben dummerweise nicht rein, ich muss hier oben einlagern. Das Schwarzgeld. Gegenstand einlagern. Schwarzgeld. 1734. So. Ding, 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 ding. Perfekt. Ich mag, dass nämlich die Türen so ein Spalt offen sind. Ist die neue Regelung von Ihnen ausgekommen oder von der Regierung? Die hier ist von Chief beschlossen worden. Von mir als auch von Herrn Keimers. Okay, also nicht von der Regierung.
Nein. Also ich habe mit den zwei Officern gesprochen. Wieso? Nur so. Meine Frage. Gilt die Regelung mit den zwei, mit der einen Waffe? Gilt das auch für besondere Situationen? Oder nur für den normalen? Es geht für den regulären Streifendienst. Okay. Es geht jetzt darum, dass jetzt bei einer Verkehrskontrolle nicht zwei mit einer Langwaffe da stehen sollen. Okay. Und wie ist es, wenn ich zum Beispiel aktuell allein auf Streif bin? Dürfte ich dann einen mitnehmen oder nicht? Du bist aktuell noch Rekrut. Du darfst eigentlich gar nicht allein auf Streife. Doch. Ja, okay, also sagen wir, wenn ich Officer wäre und ich allein auf Streife wäre, dürfte ich denn eine mitnehmen oder nicht? Wenn du das für sinnvoll erachtest, kannst du auch eine mitnehmen. Okay. Weil ich will halt nicht, dass jetzt immer noch zwei Leute mit einer Langwaffe rumrennen. Ja. Da kann man auch den anderen Zivilisten mal ein bisschen entgegenkommen, die sich darüber beschweren, dass wir nur noch mit Langwaffen rumrennen. Das ja, also stimmt schon, das wurde jetzt ein bisschen übertrieben gemacht, dass jeder irgendwie immer dauerhaft einen dabei hat, aber... Ja. Ich würde es halt einfach sinnvoller finden, wenn man das einfach selbst intern entscheidet, je nachdem wie die aktuelle Lage ist. Die aktuelle Lage ist so, dass es zulässt, dass jeder oder dass auf einer Streife eine Langwaffe mitgeführt werden darf. Vielleicht kein Medic da. Das ist Wahnsinn. Wir brauchen Medics. Weißt du, warum das so ist? Warum? Weil aktuell ein Gangkrieg da draußen herrscht. Würde der nicht herrschen, dürftet ihr gar keine Langwaffe mitnehmen. Dann habt ihr euch auf das Ding hier zu verlassen. Ist es gerade ein Gangkrieg? Ja. Da braucht sich gar nichts. Es ist auch nicht weiter schlimm, aber aufgrund von solchen Informationen treffen wir halt die Entscheidung. Welche Gangs kriegen sich dann? So wie wir das bis jetzt mitbekommen haben, die Grove Street gegen den Rest der Welt. Erzähl mir mal was Neues. Ja, dachte ich mir auch. Also. Gegen Castellanos und... weiß ich nicht, wie die Schneefutzis da oben heißen. Die Weinberg. Religion Kardon. Die Narcos. Ist in den Weinberg. Ne, die Narcos. Narcos sind beim Golfplatz. Ja, meine ich doch. Und den La Cosa Nostra. Ne, egal wie die heißen. Aber die sind's. Ja. Okay. Genau. Solange das so steht, kann halt eine Langwaffe mitgenommen werden. Nicht mehr zwei, sondern nur noch eine. Das ist vollkommen ausreichend. Und wenn es zu einem Einsatz kommt oder so, dann wird sowieso jeder mit einer Waffe ausgestattet. Also von Vater, daher weiß ich nicht, wo das Problem ist. Sie? Ich hab das gerade vergessen. Wie war es nochmal, wenn nur einer Einzelstreife macht? Wenn einer Einzelstreife macht, kannst du das selbst entscheiden. Ich für meinen Teil würde keine Langwaffe mitnehmen. Weil brauche ich jetzt aktuell nicht. Wenn es dann halt hart auf hart kommt, habe ich erstmal Pistole griffbereit, die für einen ersten Griff ausreichend ist. Und wenn dann halt schon Bescheid, wenn wir dann schon Bescheid wissen, dass die über höhere Waffengewalt haben, dann kann man immer noch sagen, man macht dort einen regulären Einsatz draus. Und die Waffe soll halt deswegen nicht ins Fahrzeug gelegt werden, aufgrund der Problematik mit dem Schloss. Ja. Das war ja bei mir das Problem, dass es von der Kälte gesponnen hat. Yep. Ich liebe dieses Scheiß da. Ja. Deswegen also Waffen nicht mehr in Fahrzeuge einlagern. Ja, Meier. Ja. Bin nicht kalt. Überhaupt nicht. Warte mal. Seit wann sagst du Schwäche bin? Ich wurde gezwungen. Ja. Mein erster nächster, den ich gleich dazu zwinge. Das schafft meine Mutter noch nicht immer, also von daher. Ich bin ja auch nicht deine Mutter. Siehst du? Der Chef hat eine Fürsorgepflicht, das weißt du schon. Naja. Ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich hab dich auch. Nee, die Pullover, die jetzt halt ich am Ende tragen. Ist halt so, dass die schon beantragt sind, die müssen halt nur noch
gleich mal jetzt ausgeteilt werden. Auch in den passenden Größen am besten. Du kannst doch mal einen Weihnachtskeks weniger essen. Ich esse ja nur Brot und Wasser. Und ab und zu Scheißburger. Habt ihr jetzt irgendwas noch gefunden oder so? Also, nur Schwarzgeld von 1732 Dollar, den noch da lag. Gut, dann hat er die anderen zwei Beute mitgenommen. Ja. Frage, ihr seid dem doch auf einer Kurve begegnet, oder? Ich bin hier fast reingerasselt, ja. Ja, darüber hat er sich beschwert bei mir. Ja, du, pass auf, wenn. Er kam mir in dem Moment so entgegengeschossen, ich habe letztes Mal gesehen, bin ausgewichen, ist von daher. Ich hätte ihn auch mitnehmen können. Er hat nur meine Nummer, deine Nummer hat er nicht. Ja. Wenn du jedem deine Nummer gibst, dann deine Schuld. Ja, das ist richtig, aber die Bestellung muss halt direkt an uns kommen. Weil wir sind die Einzigen, die was machen können, können wir so nicht. Ja, eben. Achso, korrekt. Maya, kannst du mir mal bitte an die 11 dieses Schwarzgeld geben? Das habe ich schon oben eingelagert, also habe ich hinten die Reservatenkammer eingelagert, weil ich habe hier unten keinen Zugriff. Ja, auch nur einlagern. Ja, unten ins G-Lager soll das eigentlich. Ja, ich habe aber kein fürs G-Lager. Muss ich neue beantragen? Ich habe auch nur noch einen. Aha. Also mein eigenes. Wirklich G-Lager? Ja, G-Lager. Meinst du nicht die A-Kammer? Weil G-Lager ist das unten bei den Gefängniszellen. Das ist richtig. Da lagert ihr das ein und die Captains und höher tragen das dann in die A-Kammer. Hast du einen A-Kammer-Schlüssel? Ich? Nein. Okay, das hätte ich hier so gemacht. Ja, schön wär's. Ich muss mal ganz kurz. Bin gleich wieder da. Hei. Ach ja, so. Und wie geht's im Auto, Quick? Hat sich vom Wasser schon erholt oder nicht? Welches Auto? Ach so, ich glaube schon. Ich bin der Meinung, ich habe es in der Parkgarage gesehen, aber ich habe es nicht ausgeparkt. Also. Ja, wenn du Glück hast, findest du noch ein paar Fische. Ja. Dann aber schon tot, brauchst du nicht mal. Sag mal, Ben. Es gab doch so gewisse Gegenstände im Kofferraum sein müssen, nicht wahr? Man sollte einen Erste-Hilfe-Pass zum Beispiel dabei haben. Das andere ist so Scheindinger wie Warndreieck und Co. Okay. Aber Erste-Hilfe-Pass ist leider das ganze mit dir in der Knappheit, da muss man wieder die Medics ein bisschen nerven. Mhm. Ja, okay, dann war es dann schon, dass ich nichts mehr hatte. Warum hat sich der Wicked Robert bei uns beworben? Weil der Polizist werden will anscheinend. Ach du Scheiße. Ja, was soll man ein Auge drauf halten? Hat der keiner was zu dir gesagt, oder was? Ja. Collins hatte gestern mit dem Bewerbungsgespräch. Ach du Scheiße. Ja, jetzt haben wir den Timers auf Wish bestellt im PDA. Ach du Scheiße. Was? Ist doch eher Victor auf Wish bestellt. Nee, von außen her ist der Timers. Ist ja auch Victor sein Bruder. Ja, deswegen würde ich eher sagen, Victor auf Wish bestellt. Beide auf Wish bestellen einfach. Vielleicht sind wir auch so ein Wish-Dreieck. Ja, vielleicht ist es ja auch Ali. Wie hieß das? Ali Express? Ali Express. Vielleicht abbestellt. Ja, das wäre dann wohl eher kein Miss. Oha, lass sie das bis nicht hören. Chef! Ihr mobbt jemanden, die schon anders, Chef. In Wirklichkeit steht er wahrscheinlich nur um dir. Um Kleffendeck und so. Was hast du gesagt? Würde mich nicht wundern. Das Fettdäpfchen kenne ich ja schon, ne? Hast du den Chef etwa schon mal gesehen? Ich weiß nicht mehr, da ich irgendwas gesagt gehabt und da stand, glaube ich, Kalmas oder war da Riker noch im Dienst? Ich glaube, das war glaube ich bei Riker, da ich irgendwas gesagt gehabt und dann stand Riker hinter mir. Sehr hast unangenehm. Hast du beim Chef gelesen? Ja, einfach die beiden. über irgendeinen habe ich gelästert. Ich weiß nicht wen. Ja, pfff. Aber ich habe über einen gelästert. Respektige. Gutes Arbeitsklima.
Was heißt gelästert? Ich glaube, das war sogar zu dem Zeitpunkt, wo wir damals dich aus dem, wo du noch im Krankenhaus warst. Da war, glaube ich, Kaimas mit dem Heli abgestürzt. Ja, stimmt. Nee, Ja. irgendwas war. Ja, irgendwie sowas in der Dreh. Und der stand auf einmal hinter mir. Hello there. Ja, es ist. Kommt vor im Nö. Getränk. Ach. Der Rekrut hier lästert über einen anderen Chef, über deinen Hauptchef. Das ist noch gar nicht. Ja, Kai, was bei Wish bestellt oder wie was? Ach nee, bei Ali Express. Ja, eben hat er gesagt. Hast du doch auch schon gesagt. Ich habe gesagt, der Weg Kobalt ist auf Wish bestellt. Ja, wie kann ich das auf Wish bestellen? Ja, wie Keimers es auf Wish bestellt. Aber das wäre ja den Kobalt wissen, weil der Keimers ist ja nicht von Wish bestellt. Wir verstehen den Zusammenhang nicht. Ist mir egal. Ja. Solche Kameradenschweine. Ja. Ja, du bist Rekrut. Das musst du ab. Ja, aber auch nur, weil mein Ausbilder nicht da ist. Der ist heute Abend wahrscheinlich auch. Selbst dann nimm's mit Humor. Meint ja keiner Genau. böse. Außerdem Ja. bist der neue Calimero, habe ich gehört. Garantiert Es, wer nicht. ist Calimero? Insider. Aber Torben sitzt noch nicht beim Dienst. Echt keine Katze, der ist Calimero. Nein, das ist Ja. keine Katze, keine Sorge. Nee. Das ist auch unser neuer Calimero, kann es sein? Nein. Ja, dann Calimero. Ich glaube, Collins weiß noch gar nicht, dass er gestern seinen Dienstwagen Doch, na, ins weiß Wasser er von mir. gefahren hat. Doch, weiß ich schon. Ich hab Ja, mir auch okay. schon die Dashcam-Aufnahmen geschickt. Was? Die Okay. Dashcam-Aufnahmen? Ja. Ah, stimmt, das gibt's Also, auch. Ben, bevor du jetzt hier nicht kurz deine Situation erläuterst, bist du ganz ruhig, was sowas angeht, ne? Ja. Okay? Gut. Stimmt, es gibt ja Dashcam-Aufnahmen. Ja, es gibt Dashcam-Aufnahmen dafür. Die muss ich mir auch nochmal angucken. Ich Keine glaube, die sind Sorge, ganz gerade eben ist lustig. mir auch in etwas peinliches passiert. Hab mich Was denn? festgefahren. Hab mich festgefahren unten im Tunnel. Ah, ich hatte mich vorhin auch festgehalten auf der Pferderennstrecke. Oder das wisst ihr beiden ja. Weil ich weiß auch, dass du sicher Bilder gemacht hast. Nee, habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Das war schon traurig genug. Also normalerweise bin ich guter Fahrer. Außer auf Schnee. Ja. Also der Wagen ist auch recht beschissen. Bei mir war der Wagen auch beschissen. Vor allem ohne Reifen. Also soweit ich mich auch dran erinnere, war bei meinem Seegang das Problem, dass da so ein kleiner Hügel war, über den wir geflogen sind. Ja, eben. Wäre das ganz normal flach gewesen, wäre es kein Problem gewesen. Ja, bei mir war es so, es lagen drei Platten. Das war die Straße. Und links daneben war ein Abgrund, der ca. 20 cm war. Hätte ich jedes andere Fahrzeug, außer der Taurus, wäre da locker drüber gekommen. Der Taurus schmiert ab. Mit der Explorer oder Tau, nur Probleme, wäre ich locker rausgekommen. Gut, wollen wir dann mal wieder? Oder? Ja, würde ich sagen, oder? Bin an Tacke. Oh, Feuer frei. Ach so, Collins, ich habe noch was in meinem Auto für dich. Was habe ich? Ich habe noch was in meinem Auto für dich. Oh, das ist sehr lieb. Können wir gleich zum Laden unten? Ich brauche neue Rubellose. Da wird ja jemand verzischt wie Werner. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber falls ihr es so gesehen habt, ich schenke bekommen. Ja, also bisher ist es hat Ja, warte mal, ich muss den mal vorfahren. Das mal aufmachen.
Ecken, ja, hab ich gerade, aber ja. Will nicht. Merk, Meier, hast du Perleffekt da drauf getan? Wo drauf? Komisch, auf dem Wagen. Der, wenn man im Bild ist. Au! Nimmst du aber hinten raus. Wirst du schon sehen, was ich meine. Ja, warte mal, ich muss mal bei dir ins Auto einsteigen. Gar nicht, dass es hier sowas gibt. Boah, es ist zum Kotzen, Alter. Ich komm. Man, dir irgendwo einen Baum? Meine, welche Glückste warst du heute? Die 15. Ja, hast du was? Für deinen Wagen. Oh, danke. Keine Ahnung, ich komm nicht an den Kofferraum ran. Na, warte. 4 Notfälle. Diese 11. Ach, du hast die 11, okay, warte. Ist der Schien immer runter? Ja. Hast du bekommen? Ja. Ja. Warum krieg ich das? Also, danke. Aber warum? Einfach so. Okay. Das ist jetzt wieder. Oh. Ja, Kälte und Zentralverriegelung. Alles, ich hab dir auch was gehen, oder? Du ja. Ich tu noch kurz. Ich doch gar nicht, geh weg. Wie war denn das? Quatsch, M. Oh. Das war aber gerade knapp. Hoppla. Da war es gerade glatt. Irgendwann müsst ihr doch mal irgendwie die Straßen streuen oder so. Ja, bin ich dafür. Ich habe gerade dummerweise kurz auf Teamspeak geguckt. Das könnte man als Dienst hier anbieten, aber das ist ja blöd, wenn das nur in einem Monat, im Jahr gibt. Ja gut, das wäre dann die normale Straßendienst. Also die könnten sich dann um die Leitplanken und so weiter kümmern. In die restlichen Jahre. Oder Rest des Jahres so. Ja, aber die, also, die hätten da nur Scheindinger zu tun. Weil wirklich dir zu tun gibt's sonst nichts. Ja, stimmt doch wieder. Aber vielleicht könnte man viele Teilzeitkräfte nehmen. Ja. Was ist das denn für ein Tor? Ja, kannst ja mal mitkommen. So, hier könntest du ein Meth-Labor aufbauen. Echt? Ja. Ach so, aber. Beziehungsweise anbauen, weil du siehst es ja kaum. Ja, da achtet ja keiner drauf. Das hat mir Ben mal gezeigt. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber das Blöde ist halt, ne? Du kannst nur durch die kleine Tür. Du kommst nicht durch die große. Nee, an dem hab ich noch gar nichts gemacht. Weil der ist so gut. Na,
Wer weiß. Also, das ist doch ein Perleffekt. Stimmt, das ist ein kleiner Perleffekt. Ja, wer weiß. Also, drauf gemacht habe ich nichts. Wie gesagt, den habe ich ja so seitdem ich den bekommen habe. Okay. Also, ich empfehle dir, sobald du Officer bist, lass dir das Geld geben und hol dir dann den Explorer. Den Explorer? Ja. Also das ist der hier? Das ist der hier, genau. Okay. Ja, ich muss noch gucken, wenn das dann noch geht. Ja, aber ich werde halt natürlich alles erstmal ins Motorrad setzen. Ja, das kannst du dir ja dann, wie gesagt, du kannst das Geld geben lassen, dann kannst du dir das Auto ja holen. Lass ihn zwar ein vernünftiges. Man muss halt auch immer gucken, wie das mit dem Budget ist. Ja gut, das bezahlt der Steuerzahler, das bezahlt ihr ja nicht. Ja, aber trotzdem hat das LSPD ja immer nur ein bestimmtes Budget pro Monat. Wenn ich mich da jetzt nicht höre. Also nicht, dass ich wüsste. Also als ich mit ich glaube zwar Ben und einmal auch mit Herr Keimers drüber geredet habe, über das Thema Lohn und so, war da auch immer von Budget geredet. Aber vielleicht bezieht sich das auch nur rein auf den Lohn. Ja, das kann sein. Das mit dem Deal, mit dem Dealer verärgert. Ich meine, das Speedy kann ja nicht einfach unendlich Sachen kaufen. Nee, das nicht, aber wie gesagt, ich denke mal, ein neuer Streifenwagen sollte schon drin sein. Ja, das schon, aber ich sag mal, jetzt, es gab ja schon die Summe ein, zwei neue. Wenn ich jetzt dann auch ein Motorrad noch haben will, noch ein neues Fahrzeug. Ich habe ja dieses schlechte Fahrzeug erst bekommen. Das sind ganz schön viele Fahrzeuge. Ja gut, also wenn ich den Fuhrpark so sehe, was wir haben können, ja, dann ist das schon ganz schön eine Menge. Deswegen will ich auch mit Keimers reden, dass bei mir dann soweit ist, bin Detective, genauso wie bei Ben, dass ich dann nächstes mein Auto dann umbauen kann. Meinen privaten dann auf Polizei. Dann fällt nicht ganz so viel an für den Steuerzahler, weißt du. Ach, geht's sowas? Ja, gibt's. Das haben die gestern gemacht. Die haben gestern ihre privaten Autos mal für die SWAT-Einheiten umgebaut. Testweise. Ja gut, aber dann hast du kein privates Auto mehr. Ja, hab ich schon noch, also ich hab noch eins, so ist es nicht. Ja, okay, ja. Ja. Ich meine, dann gibst du halt ein gutes Auto von dir einfach weg. Boah, sonst würde ich auch gerne mein Privatmotorrad für die Polizei melden. Das wäre schon sehr cool. Wobei ich die BMW noch nicht gefahren bin. Würde ich dann erstmal ausprobieren? Ja, gut, das habe ich ihn für meinen BMW bezahlt. Das war auch nicht ganz so viel. Das waren, glaube ich, 40.000 oder sowas. Das war aber schon gebraucht, also von daher denke ich mir mal. Ja, ich habe mir aktuell beim Katalog die ist für 40.000 gekauft oder nee, ich glaube 36.000 war es zu einem Motorrad. Oh, okay. Ich glaube, Haki oder so. Aber guck mal einmal auf die Karte. Eieiei. Ich wollte mich mal schnell da oben hinfahren, weil da oben ist ja der eine Laden. Mal gucken. Ich will gerade im nächsten LKW leisten. Ja, es kommt drauf an, welchen du holen willst, ne? Kommt auf die Geldspanne drauf an. Du kannst zur Not auch zur PD-Logistik gehen, kannst du einleihen, dein Haus. Wie viel kostet denn ein Nordline? Da musst du mal. Ich glaube, im D-Link hatten die das irgendwo mal geschrieben gehabt. Also im D-Chat, da stand das irgendwo mal drin. Ja. Wie viel das kostet. Ich habe halt gerade noch einen ganz schlechten LKW. Ja, gut, ich habe gar keinen. Ja. Aber wenn man dann wirklich Geld verdienen will als Einnahmequelle, braucht man eigentlich schon einen recht guten. Ja, aber ich glaube, die geht so mit 500.000 oder sowas. Also da ganz große. Ja, das ist die Sache.
Ja, mal gucken, was der hier so, so schönes verkauft. Ah. Entschuldige. Alles gut. Oh. Na, hat bloß Trauben dabei. Eieiei, dafür fährt man hier hoch. Für Trauben. Eieiei. Ja gut, wer verkauft seine Sachen noch hier? Die kauft ja dann keiner. Deswegen. So. Und schon kommst du irgendwie raus. Ah ja, das wird erst den neuesten zwei Zeit bekommen haben. Also mal gucken, ob man dann vielleicht noch mal anderes bekommt. Das wird dann mal gucken, dass wir dann vielleicht sowas wie ein. Ich kann kurz mal Code 7. Jo, alles klar. Jetzt wird dann mal gucken, dass wir dann. Leitstelle kommen, 77, Code 7. Leitstelle hat doch verstanden. Ein bisschen aufpassen, wenn er jetzt irgendwie raus. Rausfliegt, so ich hab gebremst, ich will ein bisschen Gas geben. Wenn er rausfliegt, dass ich da nicht zu weit weg bin. Beiden sind jetzt auf dem GPS eigentlich. Ach, die sind da unten, alles klar, die fahren da unten rum. Die gucken da unten rum, das ist natürlich perfekt, weil dann fahre ich nämlich gleich hier drüben wieder auf die Autobahn drauf und fahre hier hoch. Ich markiere mir den mal. Und oh, das ist perfekt. Ist auch alles richtig, das ist schick. Ja, es ist halt, ne, Polizeiarbeit ist halt immer so eine Sache. Man muss halt auch mal gucken. Beziehungsweise wir sind jetzt auf Streife, das heißt, wir gucken jetzt hier die ganzen Gebäude mal ab. Nicht, dass hier irgendwo einer sich denkt. Oh mein, da ist das leer. Nein, nicht, dass er denkt hier. Das Problem ist, wenn ich jetzt tanke und mache den Motor aus, ist der abgeschnallt. Das ist blöd. Ja,
Na, egal. Ich hab da, glaube ich, noch. Hab ich noch einen Kanister einstecken, weil ich kann gar nicht tanken. Was hab ich hier noch einstecken? Kann ich gerade nicht, ne? Ja. Weil das Aluminium habe ich nämlich extra bei mir behalten. Was ist denn heute los hier, oder? Ah, das funktioniert. Ja, Kanister ist da dran. Ich habe noch einen Kanister dabei. Dann nehme ich den Kanister, pack den jetzt hier rein. Den Revi-Kasten, pack den da rein. Achso, kann ich nicht. Okay. Manu, dann nehme ich. So, also, dann hatte ich hier noch dreimal. Genau, dreimal Aluminium. Ich habe das wahrscheinlich wieder einstecken. Das war ja, das war. Ich wollte reingucken, ich trottel. Okay, ist nix. Code 7 Ende. Vielleicht vielleicht. Schatten. 77 hören wir 6 im Funk kommen. 77 hört. Wenn sie aus der Pause wieder da sind, einfach bloß Code 1 sagen, dass sie wieder verfügbar sind. Nicht den Code irgendwie beenden. Bis nächstes Mal. Kommen? 10-4. Verstanden. Oder 6 Ende. Also ich wäre noch irgendwie 5 bis 7 Minuten im Dienst. So eher 5 Minuten. Ah, okay. Also wir können vielleicht auch ein, zwei Stops anfahren und dann wird zurück zum PD. Ja, dann fahren wir langsam zurück. Kein Problem. Okay. Streifer 1, Code 5. Leitstelle hat sich bestanden. Ich werde gleich mal noch mein Leitstellenprotokoll noch aufmachen, das ist irgendwie alles nicht auf dem Bank. Vorbereitet den Dienst gegangen. So mag ich das. Nicht. Oh, was ist das? Gespannt, wann noch alles heute kommt.
so, dann fahren wir dann nämlich ein bisschen allein rum. Das heißt, ich kann die... zurück in das, gut, dann kann er gleich abgucken, da wird auch ein PD es hängt. Einfach der Papier abfahren. Das gibt dafür noch keinen. Dafür noch kein. Dingens. Alter, was hier die Säcke sich? What? Boah, die ist so hier. Ich melde mich erstmal außer Dienst. Ja, hab's so verstanden. Alles klar. Ey, ich hab ein Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Hab's schon gesehen gerade eben. Ich hüpfe mir ganz kurz raus. Ich hab doch hier. Oh, Salz, ich kack Eiern? Hierhin, danke. Ach, jetzt weiß ich, ob das auch wieder. Wieder böse. Ich muss mal ganz kurz hier. Bin immer zu schnell mit den Rollen und verteidel dann ja die Meister. Das Meister ist hier bei mir drin, das Meister ist plus bei mir auf den Rechner zugreifen. Genau. Hat er schon. Supi. Aber ich glaube, ich melde mich jetzt auch mal außer Dienst. Ah, okay. Jo. Also kann die Schussausbildung noch nicht stattfinden. Achso, da war er noch an. Wer ist denn gerade vom DOJ da? Dalton ist wahrscheinlich, ja. Yep. Sie befinden sich gerade im Gespräch mit dem Herrn Brown. Der will eine Schussausbildung bezüglich Jagdschein bei mir machen. Reicht das, wenn ich Ihnen eine mündliche Zu- oder Absage gebe, ob der bestanden hat oder nicht? Reicht das? Gute Frage, nächste Frage. Okay, dann machen wir das so. Ja, ich mach das wieder mündlich, weil ich muss mir da mal Gedanken zu so einem Dokument machen. Gut. Ja, sobald ihr da fertig seid. Jo, bis später. Tschüssi. Jo, reich auch mündlich. Ich kann dem Ding jetzt noch machen. Es gibt ein Dokument schon dafür. Für das Zusage für... Ausbildung. Ja, aber die ist nicht mehr wirksam. Oh. Hey, hey, hey. Was? Ich merke gerade, weil das stammt von der Clique von mir online. Da wird ich irgendwann so gehen, so mal wieder rüber. Den Mist. Hast du die Nummer von dem John? Ja, ich hab die. Fuck, warte mal.
sollte man heute auch ein bisschen eher aus dem Dienst gehen, weil es ist heute ein bisschen tricky. John Smith, John Clark, Jim Big. John Brown. Nee, hab ich nicht. Okay. Frag ihn mal per SMS, wie lange der noch da ist. Ja. Hier, das Dokument meine ich. Kann man ja noch ein bisschen überarbeiten. Dann ist es ja auch da. Ja, das war das, aber wie gesagt, das ist halt ein sehr altes Dokument und noch von einer Person, die nicht mehr hier ist. Kann man doch ändern. Einfach deinen Namen unten drunter klatschen und des jeweiligen Ausbilders, die Unterschrift deswegen, des bis 21 Uhr. Immer gut. Ja, okay, dann wird es nix. Ja, ne, dann bleibe ich noch hier. Okay, bleibst noch hier. Ja, das ist ja auch beeilen. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Ich warte mal vorne in der Lobby auf den. Ach ja, was sagt denn eigentlich meine Kohle? Hier mal ganz kurz hier, das persönlich gucken. 35.000, das ist ja mal Wahnsinn. 2.000 auf der Hand. Und ich muss mal rüberlaufen, ne? Ich glaube drüben mal nach links. Ich frag lieber nicht. Das Ding ist, das Dokument gehört dir nicht. Das ich hab davon eine Kopie gemacht. Achso. Das ist eine Kopie, die ich bearbeite. Bloß hab das Kopie weggemacht, weißt du? Ja, aber da ist halt das City of Los Santos. Ja, okay, gut, das sollte ja auch da sein. Juri, ich hab nichts gesagt. Ach so, wird's doch funktionieren. Ja, ich wollte halt bloß das Polizeilogo haben, was du bei den ganzen Ausbildungsdokumenten drin hast. Los Santos Police Department. Wieso? Eine Sekunde, ich probier's. Also rüber zu probieren. Also das da. Moment, das müsste ungefähr jetzt sein, ne? Ich hab ja vorhin noch so 18, hab ich gesagt, 18 Uhr. 18:30 oder so. So, ich werde mal ganz kurz rüber zum Meeting Point gehen, falls mich jemand sucht. Ich hab im Dienst oder außerhalb des Dienstes? Innerhalb des Dienstes. Ich bin mal kurz drüben. Wo das Geschenk abholen. Achso, ja. Schon besser, oder? Zack. Perfekt. Ich frage mich, was wir hier. Mist. Jetzt hab ich die eine Tür bloß aufgemacht, aber die andere nicht. Mann. Boah, willst du mich rollen? Das muss aber einer sagen, ne? So. Polizei fährt jetzt dickere BMWs, nein. Tada! Belohnung abgeholt.
lauf da nicht rüber, bin ich doof. Handys bin ich, sagst du. Ja, nicht jeder kann damit gut. Tim. So viele Cops. Gott, dass wir nicht funktionieren werden. Bruder. Ich werde mal bei mir einen Coder gucken, nach dem Stream, ist gerade durch, wenn es ein Coder ist, weil ich muss nochmal sehen, wie ein Coder. Autsch, Entschuldigung. Ist ein Video ein Coder? Hab ich einen Coder, muss ich nochmal gucken. Irgendeinen Coder habe ich genommen. Ich gerade im Chat lese. Das war schon vor einer Stunde gewesen, aber. Das AP tut mir da nicht unbedingt die ganze Zeit auf den Chat gucken, ne? Ich würde auch sagen, oh, ich bin extra müde. Kann auch nicht mehr allzu lange machen. Dann haben wir heute mal nur 2 Stunden gestreamt, aber das muss auch mal reichen. Wird ja morgen und übermorgen nicht anders sein. So, da habe ich es dir geschickt, bin. Ja, ich schau. Was sagt denn die Börse? Fischstäbchen geht gerade hoch, Reis geht gerade hoch. Eisen geht auch gerade hoch. Goldbahn geht gerade wieder runter. Das sind wieder zu viele. Ja, zurück. Dankeschön. Bei Verkehrskontrollen diese bitte immer aufweisen. Ja, das habe ich griffbereit. Immer mehr für Minuten. Pack ich in meine Westentasche. Genau. In seine Lesbentasche, okay. Ich will wissen, ob mein Dienstwagen wieder da ist. Ne? Ich werde die SMG mal hier reinpacken, die brauche ich nicht unbedingt. Waffe entnehmen, Waffe einlagern, das wäre dann die SMG, dass die weg ist. Das gehört mir, soweit. Hinterher. Stimmt, ich habe glaube ich die normale Pistole, dabei schätze ich gerade Pistole, ne? Kann das sein? Waffe einlagern? Ne, ich habe die Kampfpistole dabei, okay. Gegenstand einlagern, sogar nicht einlagern, Wasser. Brot. Das ist was braucht. Aber du kannst keine Gegenstände entnehmen, ne? So, da geht der 31. Mal unser Dienst. Die 31 meldet sich für den Dienst ab und wünscht einen schönen Abend. Schönen Dienstabend. Ach ja, so. Dann ist heute mal ein bisschen bei Zeiten feiern, weil ich bin A müde, B fühle ich mich auch nicht gerade so besonders mit dem Stream. Bringt auch keine Punkte, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit sage, ich bleibe jetzt im Stream oder was weiß ich nicht. Und dann bringt das keine Punkte. So, ich würde sagen, genau, Ladevorgang steht jetzt noch da, ist aber nicht ganz so wild. Ich gehe auf den Streaming-Edit zu und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Und natürlich danke fürs Zusehen. Ja, bis die Tage. Also bis morgen. Morgen aber erst ab 23 Uhr, denke ich mal. Also bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.